Hey meine Lieben, ein neues spirituelles Video und es gibt ganz viel wunderbare Energie im Verlauf von dieser Woche und darüber sprechen wir jetzt in dem Video. Wir haben zum einen morgen das erste große Portal in diesem Jahr von einer enormen Größe. Das ist nämlich das Erfolgsportal, was am 1. Mai jetzt aufgeht. Hier kannst du deine Erfolgswünsche bei mir abgeben, um diesen Portalwunsch entsprechend positiv zu platzieren. Und das geht am 1. Mai auf. Und wir haben am 5. Mai den Vollmond. Sorry, ich war jetzt gerade irritiert. Ich dachte, 6. Nee, es ist der 5. Musste gerade nochmal nachgucken. Sorry, ja, da habe ich es. 5. Mai ist der Vollmond im Skorpion und der steht für ganz viel Leidenschaft. Das bedeutet, alles, was vielleicht bisher eingeschlafen ist, seien es die Sexualität, die Anziehungskraft, das Prickeln in der Partnerschaft, das kommt zurück. Es geht auch um die Kommunikation, um Aufschwung in der Partnerschaft. Es ist nochmal so ein richtiger, schöner Liebesmond, weil alles im Partnerhaus steht, die fast alle Planeten auf der emotionalen Seite des Horoskops platziert sind und somit kommt einfach eine ganz große emotionale Welle aus uns heraus. Ihr könnt natürlich beides buchen, pro Person 59 Euro für das Erfolgstor und den Vollmond. Alles in dieser Woche und wie es genau aussieht und was alles passiert, sehen wir jetzt. Wir haben zwei ganz maßgeblich wichtige Dinge, nämlich auf dieser Vollmondachse steht die Venus drauf und in einem sehr wohlwollenden und positiven Winkel der Saturn. Und der Saturn sagt hier, in der richtigen Partnerschaft gebe ich euch jetzt die Stabilität. Ich bereite euch einen sehr soliden, langfristigen Weg, wenn ihr beide euch jetzt dafür öffnet. Und diese Öffnung ist eben auch jetzt da. Unglaublich stark, denn diese Venus, die steht auch noch in der bestimmenden Stelle, nämlich zwischen Sonne, Mond und MC, also Medium Zöli. Und da geht es jetzt wirklich darum, das Ganze, diese Leidenschaft, die hier rauskommt, das Eingeschlafene sozusagen, dieses Dornröschen, aufzuwecken, ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt hier in diesen ganzen Konstellationen. Und wenn wir morgen über dieses große Portaltor sprechen, ja, was jetzt eben direkt ab Mitternacht dann schon offen ist in der Walpurgisnacht und die Zeremonie mache ich aber erst morgen Abend erst. Das heißt, ihr könnt euch registrieren für diese beiden Zeremonien bis morgen 20 Uhr. Wenn ihr nur den Vollmond wollt, natürlich 39 Euro. Das geht dann natürlich noch bis zum 5. Mai. Und wichtig ist eben auch jetzt dieser Aufschwung in der Kommunikation. Also das ist nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Oh, meine Hunde spielen hier immer. Ey, Leute, immer wenn ich ein Video mache. Ganze Zeit ist Ruhe oder sie sind draußen. Aber so wie ich hier was drehe, wird entweder gegessen oder gerannt oder getobt oder sonst was. Also es ist unfassbar. Und die Kommunikation ist eben auch ein ganz wichtiger Schritt, denn in dem ersten Teil des Portalkorridors geht es viel um die Kommunikation, um das Seelenheil, um die Aufrichtigkeit zueinander, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, denn der ist dann vom 19. bis zum 28. Mai. Also das ist der erste Portalkorridor, der zweite dann im Juni und ich finde es gut, dass beide diesmal in der ersten Jahreshälfte sind. Das hatten wir die letzten zwei Jahre nämlich nicht und dadurch haben wir einfach eine Vorbereitung auf den Sommer zum einen und dann eben Herbst und Winter. Also wir haben wirklich diese ganze Portalkorridor-Energie dann bald in der zweiten Jahreshälfte, sind da sehr frei, können sehr viel bewegen und deshalb auch also nochmal ein ganz wichtiger Punkt im Verlauf von diesem Monat. Aber diese Woche hat es eben auch in sich und ich gehe jetzt gleich nochmal auf ein anderes Thema mit ein, nämlich auf die sogenannten Sonnenstürme, denn die haben uns im April so durcheinander geworfen, Leute, dass wir uns das in Zukunft auch ein bisschen genauer anschauen müssen.
Wir haben ab dem 1. Mai damit zu rechnen, dass sowohl die Schumann-Frequenz ansteigt, als auch die Sonnenstürme wieder etwas zunehmen im Verlauf dieser Woche, wenn es mehr auf den Vollmond zugeht. Das heißt, ihr dürft euch nicht aus der Bahn werfen lassen, Leute. Bitte cool bleiben und dieses Update jetzt mitnehmen. Nur stellt euch drauf ein. Es kann natürlich auch wieder sein, dass dadurch euer Schlafbedürfnis etwas höher ist. Dann gönnt eurem Körper bitte das. Auch wichtig, immer noch bis zum 15.05. keine Verträge machen oder ähnliches. Versucht den rückläufigen Merkur etwas zu umgehen. Ab dem 16. ist dann wieder alles soweit in Ordnung und dann gebe ich euch grünes Licht. So, das war mal das Update heute am Sonntag und natürlich wird es für morgen auch wieder ein Update geben und ein Video hier auf dem Kanal und auch ein Live. Also ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.